Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge MyTest. Wir wollten jetzt bei der Seite hier den Keller einziehen. Ich weiß übrigens noch gar nicht, ob wir von draußen einen Eingang jetzt hinbauen. Also quasi hier so eine kleine Treppe irgendwie bauen. Ich meine, das Ding ist ja sowieso nur provisorisch. Ob wir hier so irgendwie so kleinen Keller-Treppeneingang reinbauen oder die Keller nur von innen erreichbar machen. So, von draußen würde mich halt schon ein bisschen necken, aber da müsste ich erstmal die Straße hier fertig bauen. Mache ich dann aber scheinbar, also definitiv als Admin. Die Frage ist nur, ob ich das in-game mache, also im Let's Play als Walker, oder ob ich das komplett offscreen mache. Ist ja auch so bergig, ey. Die Straße bauen wird wieder so kompliziert. Termination. Hey. So, was machst du hier eigentlich? Junge, wer hat dich bestellt? Geh mal weg jetzt hier. Das ist ja abartig. Danke. So. Die Cleanstone können wir natürlich gleich verwenden. Klarer Fall. Und dann einfach glatt gezogen hier. So. Ist Kichis. Ach, leck mich doch. Verdammt. So. Dankeschön. Ich würde mal sagen, nachdem wir hier den Keller eingezogen haben, also die Bodenplatte quasi, dass wir dann erstmal tatsächlich eine kleine Tour machen, mal wieder ein bisschen in der Weltgeschichte rumfahren und mal gucken, ob wir irgendwo noch Ton finden. Weil ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass wir kaum noch Ton haben. Zu meiner Zeit hatte ich ganz viele Tonaufnahmen. Ja. Gut, die Erde da hinten. Was macht die eigentlich? Ach ja, da hatte ich ja geguckt, wie es von der Höhe aussieht. Dankeschön. 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 So. Rum. Weg. Weg. Okay. Dann mache ich erstmal mein Inventar ein bisschen leer hier. Hier die Uhr noch im Schwung. Alter, ist so lang im Vergleich zu MV-Öfen. Ist ja komplett ungewohnt hier. Aber hey, fertig. Wow, 3% übrig. Sehr nett. Danke. So, dann kommt ihr nach da. Ihr kommt nach da. So ungefähr. So, haben wir ein Boot dabei? Haben wir natürlich nicht. Ich muss sowieso zum Haum, weil ich Schippe in Werkstatt packen. Hui. Weg damit dir. So. Und hier müssen wir auch Boote haben. Eins recht. Perfekt. So. The question is, haben wir Post? Nein. Gut, bei der anderen Kasse muss ich jetzt immer noch da hinten drin. Gar keinen Bock drauf. Dann fahren wir einfach mal in der Weltgeschichte rum und gucken mal, ob wir hier noch Stuff finden. Ach halt, ich bin doch bescheuert, ey. Ja, da. Um Leben abzubauen, brauchen wir unsere Schiffe. Das war ja wieder hier Intelligenzquotient minus 3. Unsere Anlage unten läuft doch, kann das sein? Warum läuft die schon wieder? Ich habe noch mittlerweile mehr als genug Platz. Aus damit. Danke. Hält sich am Kopf näher aus. Wir haben so viel guten Stuff. Ja, 27.000 mal Chromblock. Da hätte ich schon ordentlich. Nice. Ja. So. Drin.
Ey, lass mich durch den Arzt. Ja, was ich mit dem Abschnitt mache, weiß ich noch gar nicht. Ob ich den wirklich so als altes Überbleibsel längst vergessener Zeiten belasse. Oder ob ich den wirklich abbaue oder eine andere Bahn hinbaue. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, genau, hier haben wir am Anfang immer abgebaut. Wir werden also wohl ein bisschen weit weg schwimmen müssen. Mal schauen, wohin uns das Leben bringt. Ach ja, übrigens, da hinten haben wir auch noch unsere Mine, die wir ausgebaut hatten für Uransuche. Ja, die haben wir ja bis heute nicht wirklich fertiggestellt. Da fehlt das zum Beispiel noch das Dach. Ja, weil ich das eigentlich denn so während wir das Gebäude genutzt haben, immer mal ein bisschen nachbauen wollten, aber irgendwie haben wir denn die Mine doch schneller nicht mehr gebraucht, als ich gedacht hätte. Und dementsprechend ist das Ding ja auch noch ein bisschen unfertig. Das ist natürlich ein bisschen sehr traurig. Jetzt sieht es aus wie so eine Handtasche da hinten. Übrigens kann ich euch ja mal hier das Ding hier zeigen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das im Display schon gezeigt habe. Das ist das Problem, wenn man aktiv privat spielt und auch noch Let's Play hat. Man weiß ja mal gar nicht, was man so gezeigt hat. Das hier ist nämlich von einer, naja, mittlerweile nicht mehr neuen, aber für euch wahrscheinlich neuen Spielerin. Ne? Sieht man unten links, Zwergi. Und die hat hier einfach mal eine gesamte, ja, Grünanlagenstadt hingezaubert. Da oben auch mit Nyan Cat. Cat. Welcome. Auf Deutsch heißt das so viel wie verpiss dich, du Arsch. So, und hier können wir nämlich, ne, so sieht der Briefkasten aus, wenn er nicht uns gehört. Und da können wir zum Beispiel irgendwas reinpacken. Pop. Und schon ist das Ding für uns einfach weg. Wir kommen da nie wieder ran. Aber Zwergi, die würde halt jetzt, wenn sie mit Rechtsklick draufklickt, das Inventar sehen, was wir gesehen haben, mit den ganz vielen Dingern. Und dann oben links jetzt ein Geldschein. Oder wenn da noch jemand anderes was reingepackt hat, dann natürlich das auch. Ja, hier ganz neu. Fahrstuhl. 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 Der ist super cool. Mopsi? Ah ja, ist eine Katze, glaube ich. So, hat sie hier richtig schön Gehege gebaut. Und ihre Bewacher? I don't know. Ah, und? Ein süßer kleiner Roboter. Hui. Was auch immer der gerade macht. Warum erntest du nichts? Ist doch alles voll. Kann ich sie posieren? Ah ja, geht. Ach so, wahrscheinlich rührt sie das hier nicht an, weil sie nur normales Weizen im Inventar hat. Das kann natürlich sein. Die läuft auch so komisch einfach nur gegen die Ecke. Kann es sein, dass du dumm bist? Ey. Was, das geht? Oha. Habe ich sie dann zurückgesetzt? Ne, sie läuft immer noch irgendwo. Ich glaube, sie will in die weite Ferne Urlaub machen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube mal, sie streikt einfach. Will eine höhere Bezahlung haben oder sowas. Ein bisschen mehr Mutteröl zum Frühstück. So. Glaspalazzo. Ja, hier kommen wir natürlich nicht rein, oder? Weil Stahltür und so. Ah, hat sie also auch noch so ein wunderschönes Bienenhaus gemacht. Die Brücke nach Terabithia. Na, die wird da wohl auch schon ein bisschen weiter ausgebaut. Sehr nice. Ja, unser Feld müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen erweitern. Denn es gibt jetzt tatsächlich am Spawn einen kleinen Markt mit Gemüse. Und wir brauchen auch gerade einen großen Markt mit großes Gemüse. Und ja, das wird geil. Denn damit bekommen wir jetzt endlich die Sachen, also können wir uns jetzt die Sachen kaufen,
die wir so nicht finden, ne? Wie im echten Leben, ne? Wenn man bei uns auf der Straße draußen keine Bananen findet, weil sie sind hier nicht heimisch, dann werden sie halt in anderen Ländern entführt und zu uns geschifft in kleinen Containern, wo jede Banane nur 10 x 10 cm Platz hat, also Käfighaltung, nur damit sie dann hier bei uns im Laden ewig rumstehen dürfen, bis wir sie dann kaufen können. Ja. Das ist ehrlich gesagt nicht sehr bananenlieb, wenn ich mal so drüber nachdenke. Da müsste man echt mal Anti-Veganer werden, um die Bananen zu schützen. Und das ganze andere Gemüse, was importiert wird. Oh, Millionen. Ach so. Na ja, gut, okay. Ich schätze mal, hier hat Zwergi immer Platz gelassen, weil sie von mein Klon das kannte, dass sie zur Seite wachsen. Was hier aber ja nicht der Fall ist. Hier wachsen sie auf der Stelle. Ja. Ja, hier ist ein riesiger Baumwand. Hui. Und hinter der Baumwand erblicken wir auch einen neuen Spieler. Ach nee, der ist gar nicht neu. Der ist nur sehr, sehr selten aktiv. Der macht halt immer hier ein paar, ja, ein paar Sachen. Und dann lässt er sich wieder für die nächsten 4 Monate nicht blicken. Jetzt war er vor kurzem wieder da, hat das Ding hochgezogen und jetzt ist er wieder seitdem off. Schöne Baumplantage, Haus, sogar ein Sieb. Cool. Sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier auch so schön Aussicht. Gut, die eine Aussicht, die ist jetzt wunderschöne Grünanlage. Siehst du? Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Wo habe ich jetzt eigentlich mein Boot hingestellt? Na gut, dann laufen wir einfach mal hin. Da hinten sieht man es sogar schon. Ein Haus aus, ja. Aber es sieht von innen tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin ja eigentlich kein Freund von so alles aus Diamant oder Mese oder überhaupt irgendwelche Sachen, woraus man normalerweise kein Haus baut. Aber das Haus ist tatsächlich so kunterbunt, dass man das schon so ein bisschen feiern kann. Manu. Vor allem, es ist auf unserer Heimatinsel, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Müsste unsere Heimatinsel sein. Da müsste unser Let's Playhouse sein. Oh, guck mal, hier gibt es gar schon Leben. Aha. Dann weiß ich ja schon mal, können wir denn hier gleich im Anschluss dann schon anfangen, ein bisschen Leben ab. Ein bisschen Ton? Doch, doch, nee, doch, ist Leben. Im Ton macht man auch Leben. Betonblock, nee, ist was anderes. Ton und das sind, genau. Ah, nee, ach nee, Tonklumpen. Okay. Was war denn Leben nochmal? I don't know. Ah, hier ist ein kleines Haus gebaut. Und der kleine Grünanlage gebaut, meine ich doch. Und hier einfach komplett Eskalation. Digga. Wee, ich bin auf Drogen. Verschlossene Truhe auch. Das Witzige ist ja bei diesen verschlossenen Truhen, du kannst sie ja öffnen. Du kannst aber nur nichts rausnehmen. Während du bei den geschützten Truhen hier, die kriegst du halt nicht mal auf. Ja, naja. Greenland Food. Also. Frozen Land. Hui. Boah, Alter, so ein Biom ist natürlich auch schon geil. Also völliger Kontrast zu dem, was wir sonst so gewohnt sind im Let's Play. Einfach mal so Eis. Alles Eis. Pyramid. Ah. Oh gut. Und dann seine ganzen Höhlen. Oh, ich habe Diamant gefunden. Mese. Was? Ist ja hässlich. So. Gut, dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Tontour.
Mal gucken, wer da kommt. Das Schöne ist, jetzt haben wir Backpack, das heißt, ob Leute der Platz eigentlich so nicht ausgehen können. Alter, hier ist überall, Alter, hier ist so viel Ton. Holy shit. Ey, was ist das Weiße da? Gehört das so einem Korallenriff oder was? Ah. Oh. Luft. Ja, doch, doch, doch. Gehört zum Korallenriff. Da diese Lilien zum Beispiel, die sind auf diesen weißen Blöcken. So eine kleine Fläche. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Aber die ist ein bisschen größer. Oh man, diese Wassergeräusche, ey, das ist zum Glück gar nicht nervend oder so. So, vorsichtig, dass ich nicht außer den Korallenriff abbaue. So, das nächste ist dann dort oder dort. Ah gut, ich werde erstmal hier ein bisschen was. Obwohl, nicht, ist doch genug Platz. Oh, ist ja geil, hier sind gleich zwei nebeneinander. Ah. Haben wir eigentlich Fackeln? Ah, wir haben sogar Fackeln dabei. So, sehr praktisch. Kann ich nämlich hier einfach mal. Bam. Das können wir als Unterschlupf nutzen. Das macht die Sache viel entspannter. So. Lass mich runter. Ah, Fluch, ich sterbe hier gleich. Holy shit. Keine gute Zufall, ich sterbe mal nicht. Wir haben eine Rüstung. So, muss auch gewesen sein an der Stelle. Dann ab zum nächsten. Wir werden mal versuchen, weiter so in die Richtung zu gehen, damit wir da Franks und Zwergi nicht auf den Sack gehen oder deren Landschaft verschandeln. Wobei ich meine, wir waren ja sowieso schon in der Nähe. Von daher. Aber trotzdem. Ich meine, das war alles bevor sie dahin gezogen sind. Das heißt, sie wussten, dass der Meeresboden scheiße aussieht. Aber wenn wir jetzt noch mehr Damage machen zum Meeresboden, dann wäre das. Ich bin verunglückt. Wie kann ich hier rein? Schnell, ich brauche Luft. Luft. Oh, das war meine Schippe. Ich glaube, wir brauchen mehr Schippe. Die Schippen scheint sich ja hier doch ganz schön schnell zu verabschieden. Hallo, die Waldfee. Aber ich meine, hey, wir haben wieder Bitten, obwohl. Das ist ehrlich gesagt gar nichts. So, das ist überhaupt nichts. Okay, dann werde ich mal, dann werden wir mal nach Home gehen. Gucken, ob wir noch ein paar Schippen haben. Wenn nicht, werden wir uns gleich mal so zwei, drei Schippen craften. Denn der Genie halt drauf, so ist halt so.
Aber wir können doch mit dem Bohrer arbeiten, fällt mir gerade mal auf. Dass mir davon nicht eingefallen ist, wir können doch mit dem fucking Bohrer arbeiten. Ha! Da bekommen wir zwar auch relativ viel Sand, ne, weil wir Kollateralschaden verursachen. Aber, hey, ich meine, warum nicht? So, ich nehme erstmal hier die beiden Schuppen mit, so ganz ehrlich. Erstmal Platz machen. So, du. Ach, geht nicht. Bock. Danke. Du. Danke. Du. Danke. So, drei ganze Blöcke. Das ist doch schon mal wieder angenehm. Ich pack die erstmal hier bei hier rein. Beziehungsweise komme ich nämlich einfach mit. Ja, früher hätte ich eh gebrauchen können. Da. Und dann vergesse ich, dass ich sie da habe und wir haben drei Stacks Ton, ohne dass sie es jemals wieder merken. Ich wollte noch die Schippen mitnehmen. Und wir brauchen noch ein neues Boot. Wir brauchen bei so auch mal wieder ein bisschen Nahrung. Oh, der andere läuft immer noch. Ja, aber müsst es langsam austrudeln. Es ist auch bloß noch ein einziges Sieb aktiv. Also wie gesagt, wie so ein AKW, wenn er ausschaltet, ist halt immer noch ein bisschen Nachlaufzeit für die Verarbeitung an sich. Schiffen. Du kommst mit und du kommst mit. Komm, da brauchen wir erstmal gar nicht. So, und dann brauchen wir noch ein Boot, das ist oben bei Holz. So, zum Glück haben wir so viele Boote. So, und jetzt gucken wir mal nochmal wie Nahrung. Ich glaube, wir haben noch ein paar Brote. Nee, aber nicht. Habe ich irgendwie eine Nahrungskiste gemacht? Nee, ne? Gut, dann backen wir uns mal ein paar Brote. Wir müssen mal wieder erstmal unsere Felder abarbeiten hier. Das sieht ja schlimm aus. 1, 2, 3, 4. So. Denn jetzt kommt es nämlich ganz dick. Achso, ich brauche auch noch hier das Schneidbrett. Ah, nee, nicht, das hier brauchen wir. So, die Mörsergranate. 1, 2, 3, 4, bam. Alles. 1, 2, 3, 4, alles. So, die Scheiße schmeißen wir jetzt mal schön hier in unsere Öfen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ich mache jetzt hier wirklich schon mal die Hälfte, weil selbst mit den MV-Dingern dürfte es ganz schön lange dauern. Einfach weil das Brotebacken an sich so ewig lange dauert. In einem normalen Ofen, da bist ja Opa geworden, bis ein so 99er Stack durch ist. Und man sieht jetzt, ne, selbst in den MV-Öfen dauert das relativ lange. Also, ist schon ordentlich, was das braucht. Dann haben wir wieder schön Nahrung dabei. Ne? Haben wir auch mal wieder ein paar Reiscracker oder Reisbrote eigentlich. Gibt es eigentlich so Reiscracker? Ja. Nee, doch, genau hier, Reiswaffeln. Hä, Moment mal, ist doch das, was wir jetzt gerade machen, oder? Achso, Reiswaffeln. Hä? Da unten steht bei Farming Rice Bread, wäre halt Reisbrot, aber die bezeichnen es im Deutschen als Reiswaffel. Weil, deswegen sage ich das auch immer Reisbrot, weil eben da steht unten Bread. Und Bread ist genauso wie hier steht. Gut, genau da vorne, Brett. Brot. Ja, naja. Die Übersetzungen hier sind ja sowieso alle nicht ganz so. Ich weiß gar nicht, was mir letztens aufgefallen ist. Da habe ich noch irgendwas gesucht und dann habe ich für jemanden anderen danach auf Deutsch gesucht. Und das hat dann gar nicht funktioniert, weil es auf Deutsch dann ganz anders hieß, als der englische Titel eigentlich ist. Also ganz kurios. Naja, so, jetzt haben wir auch mal hier ordentlich Brot im Gepäck. Dann können wir jetzt los in die weiten, weiten Welten. Ich fahre aber noch mal hier zu Pegasus. Aha, neuer Spieler. Ich fahre mal noch mal in die Richtung, weil, also für euch neuer Spieler, ich kenne schon ein paar Tage. Weil wir ja noch unser zweites Butter abholen müssen, was wir da irgendwo gelassen haben. Ich weiß gar nicht mehr wo.
Ich weiß nur, dass das zur Pforte zu Zwergis Island war. Aber wo genau wir es da liegen gelassen haben, ich habe keine Ahnung. Aber schon, vielleicht sehen wir es. Vielleicht auch nicht. I don't know. Ich meine, letztendlich, drauf geschissen. Wir haben noch drei Boote, so. Und selbst wenn die alle weg sind, kann man relativ schnell neue bauen. Also, alles egal eigentlich. Aber egal. Ich will ja hier nicht ihr Gebiet zumüllen, indem wir da immer mit dem Boot hinfahren und uns dann zurück teleportieren. Und irgendwann hat der Zwergi so um ihre gesamte Insel so eine Mauer an Booten. Das wäre auch ein bisschen arg asozial. Wir haben keine Absicht, eine Mauer zu bauen. Warum sieht das Boot nicht? Was ist denn das Boot? Boot? Bootilein? Huhu! Ich glaube. Nee, genau, wir sind hier dran vorbeigefahren. Und da ist ein Huhn. Und hier sind wir dann irgendwie an Land gegangen. Ah, hier ist genau da. Da. Aha. Dann komm mal mit. Dankeschön. So. Easy. Achso, hier kann ich. Hier komme ich gar nicht lang. Ich wollte eigentlich hier mit dem drumherum schwimmen, aber. Das hier ist ja eine Landzunge. Eben, ist hier nämlich gar keine Insel, sondern ist hier quasi hinten mit dem Berg verbunden, über so eine Landzunge da hinten. Genauso wie das Ganze hier auch so ein großes U macht. Und die Insel auch Teil von dem Gebilde hier ist. So ein richtiges, so ein richtiges Krebsgeschwür. So, dann fahren wir mal unter den Tunnel durch. Unter der Brücke. Ach ja. Hier fehlen ja noch die Stelzen. Da war ja was. Oh, hier auch so riesiges Korallenriff. Ach, siehst du, da sind auch diese hellen Steine. Nice. Ja, wie gesagt, hier ist auch Überleben, aber das lassen wir. Denn wir wollen ja hier nicht die Landschaft hier verschandeln, weiter als nötig. Weil eben da vorne, da haben wir, glaube ich, überall schon abgebaut. Deswegen, wir gehen einfach wieder in die Richtung da hinten. Da stören wir keinen. Habt ihr eine Base? Eigenes Haus, ja. Der Server ist überwiegend deutsch. Hi, bro, I'm dead. I died. Deutsch? Das Server ist überwiegend deutsch. Okay, gut zu wissen. Da steht der Name drinne. Welcher Deutsche weiß nicht, dass das Wort German Deutsch bedeutet? Tiki, was geht? Also ich meine, wenn man kein Englisch kann, okay. Aber wenigstens seinen eigenen Landesnamen im Englisch muss man noch kennen. Und wenn da steht German Creative Server, dann weiß man doch, dass es ein deutscher Server ist. Verrückte Menschen. Verrückte Menschen. Ich sag's euch, das sind einfach verrückte Menschen. So, da hinten sehe ich schon wieder Ton. Sehr gut. Dann können wir gleich mal unseren Borien in Position bringen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich das Boot hier aufnehmen. Danke dafür. Und hier einfach wieder umstellen hier auf 5. Bam. Bam. Digga, ist das geil. Ja, so. Das war jetzt. Ich darf nicht tauchen und den gleichzeitig benutzen, weil mit Tauchen, also mit der Tauchtaste, stelle ich ihn auch um. Oh. Ich komme ja schon, ich gehe ja schon. Alter Schwede. Ja, da haben wir gleich ein riesiges Ding hier gefunden, ne? Lol. Alter, der geht ja richtig ab. Holy shit. What the hell? Ungefähr so. Easy. So, wir wollen vielleicht der nächste. Auch so eine schöne 3x3-Formation. Passt also genau für unseren Bohrer. Oh. Okay, das war genau eine Schicht. Das ist ja herzallerliebst. So, wollen wir hier mal da hinten. Da war welches.
Ja, schön drüber und jetzt Paddelchen, Paddelchen. Warte, ich bin voll? Holy shit. Was soll das denn passieren? Oh, weil ich hoffe, meine Scheiße im Moment habe. Achso, ja, zum Beispiel den ganzen Sand. Das ist natürlich unfortunately. Das Ding jetzt mal auch so nach Hause lassen können. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Warum so viel Scheiße? Warte mal kurz, ich pack mal hier erstmal. Also die Erde zum Beispiel packe ich auch erstmal hier in die Tasche rein. So, der Stuff kommt weg. Weg, 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 weg. Fackeln brauchen wir auch keine, also zumindest keine zwei Stacks. Ihr packt euch praktisch auch mal weg tatsächlich, auch wenn es mir im Herz weh tut. Aber leider können sie nicht schwimmen. Weiß ich gar nicht, können sie schwimmen. Ich will es nicht ausprobieren. So, einmal Brot kann auch weg. Haben wir hier noch drei Brote. Und ein bisschen Reiswaffeln. Schrauben brauchen wir auch nicht. So, so ist gut. So können wir das lassen. Okay. Aha, oh, besser. So, da ist das nächste. Nein, was ist da los? Ich konzentriere mich immer so auf den Bohrer, dass ich gar nicht mitbekomme, dass es nicht aufgeht. Ha. So. Jo. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns mal in ihr Boot. Bop. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, ja, weiter nach Tun suchen. Noch ein bisschen wahrscheinlich. Mal gucken. Bis dann.